Das österreichische U21-Nationalteam hat auch das zweite Länderspiel gewonnen. Heute Abend wird das Geheimnis um den Krone-Fußballer des Jahres gelüftet und Tanda ist aus dem Koma erwacht. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im Krone.at-Sportstudio. Das österreichische U21-Nationalteam hat gestern auch das zweite Länderspiel gewonnen. Nach dem 10:0 gegen Saudi-Arabien hat die neue Formation der ÖFB-Auswahl Polen in einem Testspiel mit 2:0 besiegt. Man of the Match war Doppeltorschütze Adamu. Er hat per Fuß und per Kopf innerhalb von 4 Minuten beide Treffer in der ersten Halbzeit erzielt. Der 19-Jährige ist gerade von Salzburg bis zum Sommer an St. Gallen verliehen. Freudige Nachrichten gibt's für die Fußballfans in England. Bei einem der beiden englischen Halbfinalspiele im FA Cup werden testweise Zuschauer erlaubt sein. Am 17. und 18. April gehen diese im Wembley-Stadion über die Bühne. Entweder bei Chelsea gegen Manchester City oder bei Southampton mit Trainer Ralf Hasenhüttl gegen Leicester City sollen bis zu 20.000 Zuschauer zugelassen werden. Der britische Sportminister Oliver Dowden hat beim Sender BBC von einem Pilotprojekt gesprochen. Man wolle so viele Zuschauer wie möglich sicher ins Stadion bringen. Heute um 20.15 Uhr wird das große Geheimnis gelüftet. Wer wird Nachfolger von Alexander Schlager? Wer wird Krone Fußballer des Jahres 2020? Heute Abend steigt hier auf Krone TV ein virtuelles Fußballfest. Dabei werden die Spielerin, der Spieler, der Trainer und der Jungstar des Jahres 2020 gekürt. Mit dabei sind hochkarätige Gäste wie Herbert Prohaska, Michael Konsel, Vincent Kriechmeier versendet eine virtuelle Grußbotschaft und auch an musikalischen Einlagen fehlt es natürlich nicht, wie es sich für ein richtiges Krone Fußballfest gehört. Pizzerra und Jaus singen dabei unter anderem ihren Hit Hooligans. Um 20.15 Uhr sind sie heute mit dabei, natürlich hier auf Krone TV. Dieses Jahr könnte es im Titelkampf in der Formel 1 nach Jahren der Mercedes-Dominanz endlich wieder so richtig spannend werden. Lewis Hamilton hat am Sonntag den Saisonauftakt zwar wieder für sich entscheiden können, dabei war ihm Max Verstappen aber bis zum Schluss dicht auf den Fersen. Hamilton freut sich trotz der Herausforderung auf die Weltmeisterschaft. Es liegt aber noch ein langer Weg vor uns, 22 Rennen. Am Ende werde ich wohl graue Haare haben, so der 36-jährige Brite. Keine so große Freude hat dafür Sebastian Vettel. Und Grund dafür ist wohl nicht nur sein enttäuschender 15. Platz beim ersten Grand Prix der Saison. Nach dem Auftakt stichelt auch sein ehemaliger Rennstall gegen den Deutschen. Ferrari hat in einem Statement mitgeteilt, dass sie sich nun endlich wieder auf beide Fahrer in ihrem Team verlassen können. Gute Nachrichten gibt's vom Skispringer Daniel André Tande. Nach seinem Horrorsturz beim Weltcupfinale in Planitzer ist der Norweger aus dem künstlichen Koma erwacht und ansprechbar. Bei seinem Sturz hat er sich einen Schlüsselbeinbruch und eine Lungenverletzung zugezogen. Die Ärzte hoffen, dass Tande ohne bleibende Schäden davonkommt. Nach dem Sturz am Donnerstag wurde er sofort ins künstliche Koma versetzt. Am Sonntag wurde dann der Aufwachprozess gestartet. Via Social Media hat Skisprungchef Brathen gestern getwittert, dass der 27-Jährige schon mit seiner Freundin und seiner Mutter gesprochen hat. Beim ATP 1000-Turnier in Miami hat Daniil Medvedev es beim Kampf ums Achtelfinale nicht leicht gehabt. Nur mit Mühe konnte er den Australier Alexei Popirin nach 2,5 Stunden besiegen. Letztendlich konnte sich der Russe aber dann mit 7:6, 6:7 und 6:4 durchsetzen. Das Spiel war für ihn von Krämpfen geprägt. Schon bei den Matchbällen in Satz 2 habe er gespürt, dass sie kommen würden. Schon heute trifft der 25-Jährige im Achtelfinale auf Francis Tiafoe und da hoffentlich mit ausgeruhten Beinen und ohne Krämpfe. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstag und bis morgen im Krone.at-Sportstudio. Boom.